Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer. Heute, das heißt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Anne. Und Anne ist 27 Jahre alt. Hallo Anne. Hallo. Grüße dich. Weswegen rufst du an? Ich bin verliebt. Du bist verliebt? Ja. Das ist eine Neuigkeit. Ja, aber das ist und leider nicht ganz so unproblematisch, wie ich das gerne hätte. Klingt ja im ersten Moment immer gut, ne? Ja, ich bin verliebt. An sich schon, ja. Was ist denn problematisch daran? Ich bin in eine Frau verliebt, sie ist 25 Jahre älter als ich. Oh, 25 Jahre älter, das heißt, schnell Rechner, über 50? 52. 52, ja. Sie ist eine Arbeitskollegin von mir. Ja. Ich weiß auch nicht, ob sie jemals überhaupt schon irgendwas mit einer Frau hatte. Und hättest du es dir vielleicht ein bisschen komplizierter noch aussuchen können? Ja, kaum eigentlich. 52 Jahre alt. Ja. Du weißt nicht, ob sie irgendwas mit einer Frau schon mal hatte. Du allerdings bist du lesbisch? Ja. Ja. Weiß sie, dass du lesbisch bist? Ja. Wie lange arbeitest du mit ihr schon zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre schon? So lange? Aber so lange läuft es auch noch gar nicht. Also so, dass wir mehr Zeit zusammen verbringen und so, das ist seit einem Jahr etwa. Ja, also privat dann auch? Ja, schon. Also wir unternehmen eigentlich jede Woche was zusammen. Ja, also im Moment könnte man sagen, das ist so der Status der guten Freundin. Ja, schon, ja. Für sie auch? Ja. Hat sie dich schon sehr befragt, so nach deiner Orientierung, nach deiner Sexualität? Ja, schon, das fand sie schon auch alles sehr spannend. Ja. Ich wäre auch irgendwie erstmal nie auf die Idee gekommen, dass da irgendwie mehr dahinter sein könnte. Aber in der letzten Zeit fängt sie definitiv an, mit mir zu flirten. Aber wie merkt man das, wenn man 4 Jahre jemanden schon kennt und über ein Jahr ganz, also auch privat sehr viel miteinander macht, wie merkt man dann, jetzt ist eine Schwelle überschritten, jetzt fängt die Frau an zu flirten? Sie ist das schon zum Teil sehr direkt. Zum Beispiel? Keine Ahnung, sie beschreibt zum Beispiel eine Frau, die ihr auf der Straße aufgefallen ist und sagt, du, die wäre total dein Typ gewesen, die sah ganz genau so aus wie ich. Das sagt sie zu dir? Ja. Die sagt zu dir, diese Frau wäre dein Typ? Genau. Ja, aber da flirtet sie doch nicht mit dir. Doch schon, also sie macht das auch schon auf eine, also sie wird auch wesentlich deutlicher damit. Am Anfang war das so ganz dezent, dass ich auch erst dachte, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Also in diesem Fall würde ich sagen, interpretierst du zu viel rein. Wenn sie dir sagt, Mensch, da ist eine tolle Frau, die könnte dein Typ sein, wenn das deine Freundin zu dir sagt, heißt das ja noch nicht, dass sie mit dir flirtet. Nein, sie sagte, sie wäre dein Typ, weil sie genauso aussieht, wie ich es tue. Ach so, wie sie wiederum. Genau. Ach so, jetzt verstehe ich. Ach so. Ja, das ist ja schon ein bisschen, ja, wird mal nachdenklich. Ja. Ja. Das war so der erste Auslöser halt, aber es wird eben auch immer deutlicher, wie gesagt. Ja. Hast du ihr denn so durch die Blume das irgendwie schon deutlich gemacht, angedeutet zumindest, dass du ein bisschen mehr würdest wollen? Ja, also ich bin da durch die Blume schon drauf eingegangen, ja, aber nicht direkt. Das kriege ich irgendwie nie so ganz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Frau schon ahnt und wittert, was da los ist bei dir. Könnte sein. Ja, ich denke schon. Also man merkt schon, dass sich die Stimmung zwischen uns auch verändert hat, ja. Ja. Ist sie glücklich in ihrer Ehe? Ist sie verheiratet? Ja, sie ist seit über 30 Jahren verheiratet. Ja, ist sie aber ich denke, dass die sich eher arrangiert haben. Ja. Also die Kinder sind da aus dem Haus, mit denen hat sie auch ein ganz enges Verhältnis. Ja. Aber mit dem Mann, das ist ein Arrangement mehr oder weniger. Kennst du den Mann? Ja, flüchtig. Ja. Also wir verbringen halt auch Zeit bei ihr zu Hause oder bei mir zu Hause und da ist er schon mal da, aber... Hält sie den Mann denn auch so raus aus eurer Freundschaft? Ja. Dass du also so Dreiergeschichten, nee, dass man gemeinsam irgendwie mal ausgeht oder essen geht oder das gibt's nicht. Nee. Wann hat es denn bei dir geschnackelt? Wann hat's denn Zoom gemacht?
Ja, ich habe es eigentlich erst wesentlich später gemerkt. Im Nachhinein war mir dann klar, dass das eigentlich schon wesentlich früher der Fall war. Mhm. Ja, ab dem Moment, wo sie eigentlich dann auch relativ offen angefangen hat, mit mir zu flirten. Ach so, da sind bei dir sind dir die Augen aufgegangen. Ja. Da, so, du bist ja ein abgesehen davon, wir wissen gar nicht, ob die Frau lesbische Ambitionen hat. Aber mal davon abgesehen, der Altersunterschied würde dich nicht stören. Nee. Also ich habe mich schon immer eher in ältere Frauen verguckt. Ja. Also so einen großen Altersunterschied hatte ich jetzt noch nie, aber das wäre eher nicht mein Problem. Ich glaube eher, dass sie damit ein Problem hat. Meinst du, hat sie es angedeutet mal? Ja, schon. Also ich hatte zum Beispiel auch eine Feier hier am Wochenende und da war sie auch eingeladen und war auch super aufgeregt, so mal meinen engeren Kreis kennenzulernen. Ja. Und das waren alles junge Hühner, ne? Wahrscheinlich die Damen. Ja, die waren schon, also ich denke, ja, eine war 10 Jahre jünger als sie, aber so der Rest, die waren schon alle eine Ecke jünger. Und da war ihr das ein bisschen unbehaglich, dass sie da so als ältere Frau quasi war? Anfangs schon, also sie hat irgendwie schon ein Weilchen gebraucht, um warm zu werden und erstmal zu gucken, wie sie da so reinpasst, ja. Und ist es denn dann gut gegangen? Ja, doch, es war sehr nett, ja. Ach, Anne, jetzt bist du richtig verknallt. Schon, ja. So, dass du sagst, ich könnte mich in die Frau verlieben, wenn ich nicht schon richtig verliebt bin. Ja. Und könnte mir vieles vorstellen mit der. Ja. Wenn nicht sogar eine Beziehung. Ja. Ich glaube, wenn es so weit sich schon entwickelt hat, gibt es gar kein Zurück mehr. Nämlich kein Zurück mehr vor dem Satz, es irgendwann oder vor der Aktion, das irgendwann auszusprechen. Denn wenn ihr jetzt so viel zusammen seid, euch auf der Arbeit seht und privat auch seht, glaube ich gar nicht mal, dass du das mehr wieder reduzieren kannst, das Gefühl des Verliebtseins. Ja. Und immer mehr geht es ja einher auch mit Traurigkeit, weil du hast ja nicht das, was du gern möchtest. Und? Ja, also so stark traurig bin ich jetzt nicht darüber, weil ich ja von Anfang an eigentlich überhaupt nie davon ausgegangen war, dass da überhaupt irgendwas hätte passieren können zwischen uns. Ist immer die Frage, wie groß der Leidensdruck ist. Ich bin der Auffassung, wenn der Druck, ich bin verliebt, was soll ich machen, wenn der ganz groß wird, dann muss man das aussprechen dem anderen gegenüber. Mit allen Gefahren und Konsequenzen, die damit verbunden sind. Es kann sein, wenn du es aussprichst, dass du auf ein ganz offenes Gegenüber stößt und sie sagt, ja, toll, interessant, mal ausprobieren oder sowas. Es kann auch sein, dass sie komplett dicht macht. Es kann auch sein, dass dadurch die Freundschaft gefährdet wird. Ist alles ein Risikounternehmen. Ja, wobei ich ja in dem Fall diejenige wäre, die das wesentlich geringere Risiko trägt. Sie ist diejenige, die verheiratet ist und für sie könnte das eventuell Konsequenzen haben. Ich bin Single und ich lehne mich damit nicht so weit aus dem Fenster. Nein, das stimmt schon, aber du könntest natürlich sie verlieren als Freundin. Ja, natürlich. Ne? Das ging, ja. Ja, wie groß ist denn der Leidensdruck im Moment? Immerhin rufst du hier an und erzählst es mir. Ja, schon. Also, es ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt Tage, wo ich das einfach sehr genieße, so dieses Prickelnde, und wir sind einfach unglaublich aufmerksam gegenseitig. Und das hat schon auch was sehr Spannendes und was sehr Angenehmes. Man muss ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Nee. Wenn das schon sich so hochgeschaukelt hat bei euch und du sagst, das ist prickelnd, das ist spannend, dann geh doch einfach mal immer noch ein Schrittchen weiter. Wie ist es denn mit den körperlichen Sachen? Umarmt ihr euch? Gibt euch mal ein Küsschen auf die Wange oder sowas? Das ist das Problem an der Sache ist, dass sie zwar einerseits teilweise ganz offen mit mir flirtet und auch relativ offensiv, dann aber so derartig schnell zu einem völlig unverfänglichen Plauderthema überwechselt. Vielleicht spielt sie damit. Es kann natürlich auch sein, dass ihr das auch Angst macht, verständlicherweise. Ja, natürlich, klar. Ja. Also mir ist schon klar, dass sie Angst vor ihrer eigenen Courage hat. Ja. Da wird ein Reiz da sein und da wird eine Angst da sein. Aber das klingt ziemlich hoffnungsvoll, was du erzählst. Das heißt, irgendwie ist sie ja ein bisschen warm geworden und tanzt. Und ist irgendwie ganz guter Dinge zwischen, was euch beide anbelangt. Ne? Also ja, du schilderst das nicht wie so eine ganz klassische, normale Freundschaft. Nee, keinesfalls. Also, ich würde vielleicht erstmal so ein bisschen mich noch heißer ranrobben und mal so ein bisschen versuchen, die Tabugrenzen zu überschreiten.
Und wenn es dann irgendwann das Herz zu stark schlägt, dann würde ich sagen. Ganz klar, ins Gesicht. Ich habe mich nicht verliebt. Gott, ich bin so schlecht in sowas. Ich habe es noch nie auf die Reihe gekriegt. Ich glaube, du hast so eine charmante Stimme. Ich glaube, dass du das wunderbar kannst. Anne, so musst du es machen. Die Liebe verlangt's. Man darf auch nicht zu lange zögern. Das ist alles verschwendete Zeit. Die kommt nicht wieder. Also, ich wünsche dir und deiner Freundin oder deiner Bekannten oder vielleicht irgendwann deiner Freundin als Gute, euch als Gute. Und vor allen Dingen, dass es sich so entwickelt, dass du glücklich dabei wirst. Danke. Alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800, Freunde. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Morgen heißt unser Thema, ich weise euch jetzt schon mal auf das Thema morgen hin, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, bekanntlich immer Themennacht bei uns. Und da heißt das Thema, wenn ich an Kinder denke. Ich möchte mich mit euch über Kinder unterhalten, über eure Kinder. Vielleicht welche Probleme ihr mit euren Kindern habt. Vielleicht mögt ihr auch gar keine Kinder. Ist ja ein großes Tabu in unserer Gesellschaft. Alle müssen ja mal Kinder mögen. Und wenn dann jemand mal sagt, nee, ich mag keine Kinder, dann wird er gleich ausgebuht. Aber darüber kann man ja mal reden. Also Kinder, Thema Kinder. Wenn ich an Kinder denke, morgen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, mailt doch schon mal unter domian@wdr.de. Hier ist Eva und Eva ist 20 Jahre alt. Hallo Eva. Hallo Eva. Ja, bei mir geht's darum, ich sitze hier nach einem Autounfall jetzt in Berlin, in der Reha-Klinik. Ja, im Moment. Im Moment jetzt? Ja, genau, im Moment. Ja. Das ist also, der Autounfall ist jetzt fast 2 Jahre her. 2 Jahre? Ja. Das heißt, das war ein ganz schlimmer Unfall. Ja, ich bin angefahren worden vom Auto. Mhm. Und jetzt bist du nach 2 Jahren immer noch in einer Reha-Maßnahme? Ja, wieder. Das hat ein bisschen gedauert. Das heißt, du warst schwer verletzt? Es war nicht lebensbedrohlich, aber mein Bein war ziemlich zertrümmert. Ja. Was ist der Grund deines Anrufes? Tja, im Augenblick habe ich hier in Berlin so das Gefühl, ich will einfach nur nach Hause. Weil das jetzt hier schon ganz schön lange geht. Mhm. Und es macht zwar auch Fortschritte, aber nur sehr kleine. Und so weit weg von zu Hause bei so einem langen Zeitraum, das ist schon nicht einfach. Wie lange jetzt an einem Stück bist du von zu Hause weg? Seit August. Seit August. In dieser Reha-Klinik. Ja. Du hast vorhin gesagt, das Bein war zertrümmert, also sehr schwer verletzt. Das heißt, man hat das 100-mal operiert und gegipst. Kannst du es denn wieder richtig bewegen jetzt oder ist es irgendwie noch alles beeinträchtigt? Die Ärzte sahen sich gezwungen, das Bein zu amputieren dann, weil verschiedene Probleme da waren. Moment mal, das Bein ist amputiert worden schon? Ja. Ach so. Das heißt, du hast dein Bein verloren? Richtig. Das rechte Bein, linke Bein? Rechts. Ganz bis oben, bis zur Hüfte? Mitte Oberschenkel. Mitte Oberschenkel. Und jetzt hier in Berlin soll mir die Prothese angepasst werden. Ja. Aber naja, da kann ich mich nicht so richtig dran gewöhnen. Ist die denn schon mal angepasst worden, einmal? Also ich habe sie jetzt hier, ich trage sie mittlerweile auch täglich, über einen gewissen Zeitraum, aber nicht länger als eine Stunde. Weil es schmerzt, weil es weh tut? Ja. Ja. Und weil es auch halt von der Bewegung her immer noch ungewohnt ist. Was sagen die Ärzte denn, oder die dich betreuenden Personen, wie lange du da in der Reha-Klinik bleiben musst und das dann vielleicht zu Hause fortsetzen könntest? Bis ich mit der Prothese klarkomme. Naja. Also Ende offen. Wann ist das Bein amputiert worden? Das ist passiert letztes Jahr im Herbst 2004. Das heißt, das konnte man wirklich dann nicht mehr heilen, da war therapeutisch nichts zu machen, man musste es abnehmen. Ja, die Ärzte waren der Meinung, genau. Sind das sehr schlimme und sehr schwere Schmerzen nach so einer Amputation? Das war eigentlich ganz verrückt. Am Anfang hatte ich überhaupt keine Probleme. Und dann war so eine Phase, da ging es mir ziemlich scheiße. Da hatte ich da auch emotional sehr mit zu kämpfen. Vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass sich herausgestellt hat, dass die Amputation nicht unbedingt hätte sein müssen im Nachhinein. Ach du Gott.
Und wie hat sich das im Nachhinein herausgestellt? Das war ja kurz nach der Amputation. Da ging es mir ziemlich schlecht, da lag ich im Koma. Und da stand sehr kritisch um mich. Und da wussten die Ärzte nicht mehr, was sie machen sollten. Und ich habe einen Freund von mir, der ist Arzt. Der hat sich dann mit den Ärzten mal in Verbindung gesetzt. Und dann haben sie festgestellt, dass also in meinem Rücken einige Wirbel rausgesprungen waren. Ja. Dadurch auch bedingt, dass ich die ganze Zeit nur liegen konnte und so, muss das irgendwie passiert sein. Und die haben so auf die Nerven gedrückt, dass die den Schmerz verursacht haben, dass es gar nicht mehr richtig vom Bein kam, dass es nur abgestrahlt hat in den ganzen Körper. Ach so. Also, das heißt, es gibt wirklich die berechtigte Überlegung, man hätte das Bein retten können. Richtig. Umso schlimmer, wenn man das dann hinterher erfährt. Ja. Schrecklich geradezu. Mhm. Du hast gerade gesagt, am Anfang waren die Schmerzen, die körperlichen Schmerzen gar nicht mal so groß. Nee. Kamen später körperliche Schmerzen dazu? Ja, Phantomschmerzen. Phantomschmerzen, das sagen alle Leute, die Gliedmaßen verlieren. Ja. Hast du diese Phantomschmerzen heute auch noch? Zwischendurch. Also es hängt echt davon ab, wie es mir geht. Wenn es mir nicht so gut geht, wie jetzt halt im Augenblick, weil ich auch gerne wieder nach Hause möchte, dann ist es schlimmer und stärker und öfter. Also das sind so Schmerzen, als wäre das Bein noch da und du meinst, in dem Bein Schmerzen zu haben, obwohl da gar kein Bein mehr ist. Richtig. So ist das zu erklären, ja. Richtig. Mhm. Nun ist ein Jahr vergangen, dass du das Bein verloren hast. Wie sehr macht es dir seelisch noch zu schaffen? Ziemlich eigentlich. Mhm. Weil ich halt weiß, es hätte nicht sein müssen. Ja. Also, dass der Unfall passiert ist, also was, ja, ist nicht zu ändern. Mhm. Aber dass die Ärzte da etwa so sehr in den Sand setzen, also damit habe ich emotional auch ein viel größeres Problem. Hm. Gibt es da, Nebenfrage zu dem Thema, gibt es da schon irgendwelche juristischen Schritte, die du eingeleitet hast? Ja. Was gibt es? Das ist passiert bei mir zu Hause in Remscheid und in Bonn, war ich in der Klinik damals, ziemlich oft hin und her und von da nach da und wieder zurück. Ja. Und dann war ich auch in Bonn schon eine Zeit lang in der Reha. Und das ist halt in Bonn in der Klinik passiert und da läuft mittlerweile eine Klage gegen die Ärzte. Okay. Ich erahne das auch oder ich glaube, jeder von uns kann das, glaube ich, sich annähernd vorstellen, wie schlimm das ist, überhaupt ein Bein zu verlieren. Und wenn man dann auch noch sich klar macht, das hätte nicht sein müssen. Jetzt geht es um die Reha-Maßnahmen. Und du kommst nicht so richtig mit der Prothese zurecht. Mhm. Wobei, wenn das mit der Prothese irgendwann mal klappt, kannst du ja, glaube ich, relativ gut und normal damit gehen, ne? Ja, das stimmt. Also, da habe ich auch schon erstaunliche Sachen mittlerweile gelesen. Ich habe unheimlich viel darüber gelesen. Ich habe es schon ein paar Mal miterlebt, bei weitläufigen Bekannten, wo ich völlig baff war, als die mir dann sagten, dass sie eine Prothese hatten. Die bewegten sich völlig normal. Ja. Aber die erzählt mir wiederum auch, dass das am Anfang eine sehr mühsame Eintrainierungszeit war. Ja, richtig. Und da bin ich halt noch mittendrin. Das heißt, wenn du Fortschritte machst in Berlin, in der Reha, dann lassen die dich auch nach Hause. Ja. Und dann könntest du versuchen, wieder ein relativ normales Leben zu führen. Ja. Ja, was machst du vom Beruf? Ich bin noch in der Ausbildung. Ja. Also, die stoppt jetzt seit anderthalb Jahren. Ja, als was? Steuerfachangestellte. Ja. Also Eva, ich kann mir vorstellen, dass du in der letzten Zeit so viel durchgemacht hast und so viel heftige Dinge erleben hast müssen, dass wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was hinter dir liegt, dieses Einüben eine Kleinigkeit ist. Ja, das kann sein. Es ist bloß so zermürbend, weil es sich jetzt so hinzieht. Ich glaube. Und weil es halt so weit weg ist. Ja, es ist weit weg und die Nerven liegen wahrscheinlich auch blank bei dir mittlerweile. Ja. Das glaube ich auch. Aber sieh das doch mal von der Seite, dass du so viel schon geschafft hast. Und dass du jetzt den letzten Rest, die letzten paar Meter, bis du zu deinem Ziel kommst, unbedingt auch schaffen musst. Einfach um für dich eine gute Zukunft zu haben und zu gestalten. Weil wenn du das Ding richtig handhaben kannst, wie gesagt, kannst du recht normal leben. Ja, das stimmt schon. Hast du denn Leute in Berlin, die dich ab und zu mal besuchen kommen? Oder bist du wirklich ganz alleine da? Also ich hatte schon mehrfach jetzt von Freunden besucht, die das einfach mal damit verbunden haben, sich die Stadt anzugucken. Praktisch, ja. Ja, bietet sich irgendwie an bei Berlin. Mhm. Und also so jetzt hier in Berlin
kenne ich niemanden. Und die Familie ist hier in Nordrhein-Westfalen? Richtig. Ja. Wie ist es denn jetzt mit Weihnachten? Ist das, was gibt es da für Planungen? Keine großen, das ist für mich nicht so ein Problem, weil ich da nicht so, habe ich nicht so viel mehr im Hut. Wenn es einigermaßen gut läuft, was haben die gesagt, wie lange müsstest du noch da bleiben? Januar, Februar. Januar, Februar. Sagen wir mal Januar, sagen wir mal Mitte Januar. Glaube ich nicht, wird knapp. Aber ich glaube, Eva, dass das der einzige Weg ist, um sich da nochmal zu motivieren, indem man nach hinten guckt und sich selbst sagt, ich bin so stark gewesen und habe so viel geschafft. Ich gebe jetzt nicht auf die letzten paar Meter. Ja. Das ist das Hauptproblem, ne? Oder hast du auch Angst vor dem Leben, dann vor dem Alltag, der dann auf dich zukommt, hinterher? Also, nee, eigentlich habe ich ja nicht so richtig Angst vor. Ich habe halt, weil ich auch noch mit Allergien zu tun habe, mit Kunststoffprobleme hatte und so. Mhm, die wussten erst nicht recht, wie sie die Prothese machen sollten, wegen der Allergien. Mhm. Und ich habe schon den ganzen Zeitraum jetzt mit Krücken gelebt und Rollstuhl. Und mittlerweile bin ich damit eigentlich so ganz firm, das kommt ganz gut hin. Mhm. Also auch mich im Alltag zu bewegen und so zu Hause. Ich habe auch wieder gearbeitet damit. Und das ging schon, also denke ich mal, würde es mit der Prothese auch gehen. Das heißt, wenn es erstmal geschafft ist und du bist wieder zu Hause, bist du ganz optimistisch, dass es dann auch ganz gut läuft. Ja, das denke ich schon. Also durchhalten jetzt. Eva, durchhalten. Ja. Es sind nur noch ein paar Wochen. Sie ist so. Sie ist wirklich so. Und alles, was jetzt passiert, kann nur zum Besseren werden für dich. Ja, das stimmt. Ja, so, ich will es ja gar nicht das Schöne reden, aber so ist es wirklich. Mhm. Alles, was du jetzt schaffst, kann nur nach oben gehen. Halt durch, Eva. Ich drücke dir so sehr die Daumen, wünsche dir so sehr alles Gute. Danke. Wenn du möchtest, kannst du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Vielleicht hat die irgendwelche Ideen noch, ein bisschen so Motivationstraining oder so mentale Sachen. Okay. Könnte nicht schaden, ne? Ja, würde ich gerne machen. Ja, das ist die Simone heute Nacht bei mir, dann legst du bitte auf und Simone ruft dich an. Okay, ja gut. Schöne Grüße nach Berlin und alles Liebe, alles Gute, Eva. Ja, danke gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über Telefon oder über unsere Mailadresse. Hier ist Petra und Petra ist 28, hallo. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Über was reden wir? Über seltsame Dreiecksbeziehungen. Oh. Und mittendrin ist die Petra. Mittendrin soll die Petra sein. Klär mich auf, was ist los? Also, ich war ein knappes halbes Jahr mit meinem Ex-Freund zusammen. Mhm. Muss dazu sagen, er lebt polygam. Mhm. Und das wusstest du damals auch schon? Das wusste ich, ja. Also er hat mehrere Frauen? Genau. Ja. Das Ganze irgendwie in SM-Beziehungen vermischt. Irgendwie ganz, ganz kurios. Mhm. In dem letzten Monat haben wir uns extrem viel gestritten. Kam mehr oder weniger von mir, weil ich irgendwie in dem letzten Monat eine Affäre angefangen habe mit einem anderen Mann. Ja. Du hast eine Affäre mit einem anderen Mann angefangen, er hat aber auch noch irgendwelche anderen Frauen am Laufen. Mhm. Alles ein bisschen kompliziert. Genau. So, und dann? Ja, und dann, also ich muss dazu sagen, er erwartet von seinen Frauen, dass sie schon monogam sind. Ah, hallo, so einer ist das. Mhm, ganz so einer. Der Herr macht es sich schön. Genau. Aber die Mädels müssen überall aushalten. Aber die Mädels müssen parieren. Genau. Mhm. So, und ich habe dann eine Affäre ich habe mich halt ein paar Mal mit jemandem getroffen. Mhm. Den ich über ihn kennengelernt habe. Aber war nicht nur Treffen, war auch Sex. Ja. Ja. Okay. Ja, und dadurch weiß ich nicht. Ich war irgendwie mit der ganzen Situation unzufrieden, habe irgendwie aus jeder Kleinigkeit einen großen, großen Streit provoziert. Mhm. Und bis wir dann vor 2 Wochen aufeinandergegangen sind. Ja. So, und jetzt habe ich. Ja? Ja. Nee, sag du. Ja, und jetzt habe ich ihm vor einer Woche ungefähr gesagt, naja, pass auf, eigentlich ist nur faires halber,
du warst das gar nicht schuld oder die Schuld lag gar nicht so unbedingt bei dir, dass wir uns so viel gestritten haben, sondern das lag halt daran, dass es dich nicht alleine gab und dass es da jemand anderen gab. Daraufhin erzählte er mir dann, Das hattest du, während du mit dem anderen da was hattest, hattest du deinem Freund nicht erzählt? Nein. Ja. Und dann habe ich ihm das gesagt und kam erstmal der große Schock und daraufhin. Aber als du es gesagt hast, da wart ihr schon getrennt. Da waren wir schon seit einer Woche getrennt. Ja. Hm? Und da war der große Schock bei ihm. Und da war dann noch der große Schock und dann gab es dann jetzt irgendwie so ein Hin und Her. Ich möchte damit klarkommen und dann muss ich wohl deine Affäre oder diese Affäre akzeptieren und ich kann sie nicht akzeptieren und ich kann sie doch akzeptieren. Ja, was reden wir? Ihr seid getrennt. Was hat er zu akzeptieren? Genau, ja, und aber er will mich zurück oder er wollte mich zurück oder ich weiß es nicht. Stand der Dinge ist, im Prinzip seid ihr noch getrennt? Ja. Die Trennung ist von dir ausgegangen? Ja. Da gibt es noch immer einen anderen Mann? Ein bisschen, würdest du sagen, dass du in den verliebt bist? Ich weiß nicht. Also ist nicht so ganz ernst zu nehmen, die Sache. Da ist so eine kleine Spielerei, läuft da. Ja. Und dein Ex sagt, er will wieder mit dir zusammen sein? Ja. Ja. Willst du denn mit deinem Ex wieder zusammen sein? Ich weiß es nicht. Wie ist denn der Gefühlspegel bei dir zu ihm hin oder nicht zu ihm hin? Ich weiß es nicht. Doch, weiß man, so ein bisschen weiß man nicht. Also... Ich weiß, im Grunde genommen, wenn du mich einfach so irgendwie bei einem Bier fragen würdest, genau, ich würde sagen, er ist das größte Arschloch der Welt und er soll mit seinen Schlampen glücklich werden. So, würdest du mir so beim Bier sagen, da wir ja so fast wie beim Bier sind, nehme ich das schon sehr ernst, was du da sagst. Mhm. Ich meine, wenn du mir den so schilderst, dass er da seine, wie viele Frauen hat er denn am Laufen? Also nicht am Laufen, so für sich, seine Freundin. Also eine, ganz sicher, eine zweite, da sagte er, das sei vorbei. Mhm. Und eine dritte bin ich mir nicht ganz sicher. Aber er nimmt auf jeden Fall das Recht für sich in Anspruch, dass das so, genau, dass das so ist. Und da hat auch keine Frau denn was zu meckern. Ich habe ihn auch gefragt, wie er das denn sehen würde, wenn ich jetzt von ihm erwarten würde, dass er auch eher monogam liebt. Mhm. Und das wird er ja auf gar keinen Fall wollen. Ach, und das hast du ihm jetzt sogar schon gesagt. Also ja, nach dem Motto, wir könnten, nehmen wir mal an, wir kommen wieder zusammen, wir beiden. Genau. Dann schließen wir einen mündlichen Vertrag. Jeder ist treu. Und das will er nicht. Also er möchte nicht monogam leben, er ist mir treu, aber das kann ja auch polygam sein. Naja, vergiss es. Natürlich. Vergiss es. Ja, mit klarem Menschenverstand sage ich das auch. Ja, ich meine, sei froh, dass du schon den Schritt gemacht hast und bist von ihm weg. Du bist ja de facto nicht mehr mit ihm zusammen, das heißt, es ist ja schon mal was. Ja. Ich wundere mich, dass du dich überhaupt darauf eingelassen hast, auf so eine Geschichte. Wenn der das von Anfang an gesagt hat, wie du es mir gerade berichtet hast. Naja, am Anfang würde ich das Ganze auch, am Anfang war das nicht wirklich auf Beziehungen getrimmt. Bist du so auch so SM-mäßig gestrickt? Ja. Aha, da habt ihr euch auch kennengelernt auf der Ebene. Genau. Verstehe. Petra, für die Liebe klingt das nicht gut, wie er da funktioniert. Ich würde, wenn ich du wäre, aufgrund dessen, was ich jetzt erfahren habe, die Finger davon lassen. Das wollte ich doch eigentlich auch nur bestätigen. Da sind wir uns ja einig. Ne? Gut. Eva, alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, Kinder. Kinder. Ich will mit euch über Kinder reden. Mögt ihr Kinder nicht? Welche Probleme habt ihr vielleicht mit euren Kindern? Oder vielleicht mit den Kindern eurer Partner? Es gab, habe ich gestern schon mal erzählt, vor einer Weile einen großen Aufschrei mal in der Boulevardpresse, weil ein Hotel, ich glaube in Österreich, gesagt hat, der Hotelier, bei uns sind alle Gäste willkommen, aber keine Kinder. Wir nehmen nur Einzelpersonen oder Ehepaare.
Und da gab es eine große Diskussion in den Zeitungen, darf man das machen als Hotelier, darf man das nicht machen? Würde ich mich auch gerne mit euch darüber unterhalten, wie ihr das findet. Ob vielleicht so einzelne Hoteliers sagen können, okay, wir wollen so unsere ruhige Inselzone hier haben und keine Kinder. Oder ist das einfach blöd? Ist das einfach auch ein Affront gegen Leute, die Kinder haben und einfach auch gegen Kindern gegenüber unverschämt? Das ist unser Thema morgen. Kinder. Ich möchte mich mit euch über Kinder, vielleicht eure Kinder oder andere Kinder, unterhalten. Wenn ihr euch schon mal anmelden wollt, dann mailt unter domian@wdr.de. Mein prominenter Gast diese Woche Samstag ist Joana Zimmer, die Blindsängerin, die dieses Jahr mit I Believe einen wahnsinnigen Erfolg hingelegt hat und auf dem besten Wege dazu ist, mit ihrer wirklich großen Stimme eine sehr spektakuläre Karriere zu machen. Joana Zimmer, mein Gast Samstag im Promi-Talk. Hier ist Annegret und Annegret ist 60. Annegret, hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir, Annegret? Weswegen hast du angerufen? Ach, bei mir, ich habe Krebs. Mein Mann hatte Krebs. Meine Tochter hat Krebs. Hast du gerade gesagt, mein Mann hatte Krebs? Mein Mann ist gestorben. Ja. Wann? Vom Vierteljahr. Vom Vierteljahr erst? Ja, im August. Hm. Was für ein Krebs hatte dein Mann? Lungenkrebs. Hm. Und deine Tochter auch, sagst du? Lungenkrebs. Ich sag, und deine Tochter ist auch erkrankt? Ja. Auch an Lungenkrebs? Ja, sie ist jetzt in Pflegefall. Wie alt ist sie? 43. Hm. Mein Mann war 53. Also ist nicht vererblich, sind nicht verwandt. Ja, das ist also dein Kind und nicht euer gemeinsames Kind gewesen. Ja, genau. Ja. Welche Krebserkrankung hast du? Ich habe Brustkrebs. Hm. Wie weit ist die Krankheit fortgeschritten? Ach, bei mir ist das so, die ist hormonbedingt. Ja, das ist nicht so tragisch, nur ich habe jetzt schon wieder 9, wie es aussieht. Hm. Das heißt, bist du schon operiert worden? Ja, ich bin 2-mal schon operiert worden. Ja. Und hast auch schon... Ja, hatten mir zuerst nur einen Teil von der Brust weggenommen, dann haben sie festgestellt, dass der Norbert ist. In den Anfängen, und dann ist die ganz weggenommen worden. Ja. Wie lange plagst du dich mit dieser Krankheit schon? Ach, das hat man zur gleichen Zeit wie mein Mann hat einen Lungenkrebs festgestellt und 14 Tage später haben sie bei mir Brustkrebs festgestellt. Hm. Wie lange hat dein Mann leiden müssen? 11 Monate. Hm. Der ist nur operiert worden. Aber dann hat er wieder neues Calcium gehabt. Hm. Eins in der Niere und dann noch eins in der operierten Lunge. Hm. Hast du auch schon Chemotherapien hinter dir? Chemotherapie habe ich schon. Ja. Chemotherapie, 2 OPs und Bestrahlung. Hm. Das heißt, sieht es aus, als ob in der anderen Brust wieder was wäre. Hm. Und die Tochter ist ein Pflegefall? Mhm. Ja gut, die wohnt in einer anderen Stadt. Ja. Das heißt, besuchst du sie oft? Kannst du sie oft besuchen? Ja, sicher. Ja. Hm. Ist sie in einem Pflegeheim oder wird sie zu Hause versorgt? Nein, die ist im Hospiz, kommt sie jetzt am Freitag. Das heißt, ihr geht's sehr schlecht? Ist nur im Krankenhaus. Hm. Ich hatte das gerade akustisch nicht richtig verstanden. Die Tochter ist auch an Lungenkrebs erkrankt. Ja. Hm. Hm. Das heißt, du hast 3 schwere Belastungen in deinem Leben. Du hast deinen Mann verloren, dein Kind ist so schwer krank und du selbst bist sehr schwer erkrankt. Ja, und jetzt will ich irgendwo nicht mehr. Bitte? Jetzt will ich auch irgendwo nicht mehr nochmal kämpfen. Hast du noch andere Kinder? Ja, 2 Söhne. Ist mit denen alles in Ordnung? Ja, denen geht gut. Hm. Gibt's Enkel? Nein. Hm. Von meiner Tochter. Ah ja. Ich habe noch mehr Enkel, aber das sind nicht... Meine Söhne haben Frauen mit Kindern geheiratet. Hm. Hat dein Mann, als er so schwer erkrankt war und in der Phase seiner letzten Lebensphase, hat er das mitbekommen, dass du auch so erkrankt bist? Der wusste
ausgebildet. Wir haben uns gegenseitig gestützt. Mhm. Und ja, war das über unsere Krankheit auch gar kein Problem. Mhm. Das war so, jeder war für den anderen da, wenn der eine nicht konnte, dann konnte der andere. Wer ist jetzt für dich da? Im Moment bin ich, ja gut, mein Enkel ist da, aber... Wie alt ist der Enkel? 22. 22, mhm. Aber in dem Alter begreift man dann noch gar nicht. Mhm. Hast du mit deiner selbst schweren Erkrankung deinen Mann auch noch gepflegt bis zum Schluss? Ja. Ist er zu Hause verstorben? Den habe ich aus dem Krankenhaus raus haben wollen. Ja. Und habe ich auch geschafft. Und die letzten zehn Tage war er zu Hause. Mhm. Und die letzten Tage habe ich ihm auch mal auf ihm gespritzt. Ja. Hat er ein schweres Sterben gehabt? Nein. Nein. Der hatte keine Schmerzen. Mhm. Der war auch geistig voll da. Der war voll da? Ja. Mhm. Das war ganz einfach. Er lag im Bett und ich war bei ihm. Ja, ich habe das Wohnzimmer vorher umgeräumt und er hat ein Schlägebett hat im Wohnzimmer gekriegt und ich habe auf der Couch in der Zeit geschlafen. Mhm. Wir waren 24 Stunden zusammen. Das heißt, du warst dann auch bei ihm, als er gestorben ist? Ja. Und er hatte auch noch, meine Tochter kam zwei Tage bevor mein Mann nach Hause kam im Krankenhaus. Mhm. Mein Mann hat dann noch mitgekriegt und hat ihr sogar noch Mut gemacht. Ist dein Mann bei vollem Bewusstsein gestorben? Ja gut, die letzten zwei Tage nicht mehr. Nicht mehr. Mhm. Ja, da stand er so unter Morphium nicht mehr. Mhm. Aber bis dahin war er unter vollem Bewusstsein. Mhm. Das war ja so, wenn ich ihm das Morphium nicht gespritzt hätte, hätte ich Schmerzen gehabt. Mhm. Ja, ist klar. Ja, ja. Ja, und deshalb hatte eben nur unter starkem Morphium gestanden. Mhm. Und das war nicht mehr bewusst. Mhm. Und jetzt ist bei dir eine Situation entstanden, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Mhm. Weil ich weiß, was wieder auf mich zukommt. Mhm. Du meinst bezogen auf die Tochter und auch auf dich? Auf die Tochter erstmal und dann auch auf mich. Mhm. Was heißt das, wenn du das so denkst? Denkst du, hast du über irgendwelche konkreten Schritte nachgedacht? Ja. Darüber nachgedacht, dir das Leben zu nehmen? Das weiß ich, wusste ich schon von Anfang an. Mhm. Also das habe ich schon gesagt, als mein Mann gestorben ist, habe ich schon gesagt, wenn das bei mir so weit ist, dann werde ich kein Pflegefall. Mhm. Mhm. Welche Dinge hast du dir überlegt konkret? Ich habe Morphium genug zu Hause. Mhm. Von meinem Mann noch. Mhm. Weil ich ja die Spritzen zu Hause hatte. Hm. Du sagst gerade, der einzige Ansprechpartner oder der sich ziemlich viel um dich kümmert, ist der Enkel. Ja, ich kann jederzeit, mein Sohn, meine Jungs haben ein eigenes Leben, das ist ganz normal. Hm. Ja, und wenn sie nach mir wollen, dann müssen sie 35 Minuten mit dem Auto fahren. Hm. Und die haben ja selbst Frauen, Kinder, also... Ja, das heißt, du willst die auch nicht so sehr belästigen? Nein. Mhm. Ich will ja nicht dazu Belastung werden. Mhm. Mhm. Ich weiß ja, was das für eine Belastung ist. Sie haben Belastung genommen mit ihrer Schwester. Hast du Angst im Moment? Angst habe ich keine, nein. Mhm. Wovor? Soll mir noch passieren? Mhm. Du hast mich ja angerufen hier. Ja. Magst du mir sagen, warum? Weil ich mit jemandem reden musste. Hm. Hm. Dann geht es mir immer besser, wenn ich mit jemandem geredet habe. Hm. Mein Mann und ich sind mit dem Krebs so umgegangen, wenn einer fragte, was wir hätten, haben wir gesagt, Krebs. Hm. Und dann sind die Leute alle drei Schritte zurückgegangen. Ist das so? Ja. Das war so. Wahrscheinlich, weil alle Angst haben und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja, weil sie mit der Krankheit, weil sie gar nicht den Verlauf der Krankheit kennen. Weißt du, Annegret, was du dir überlegst, was du dir überlegt hast, ich würde so etwas nie verurteilen.
Ich würde es immer respektieren, wenn ein Mensch an so eine Stelle seines Lebens gelangt ist. Natürlich muss es gut überdacht sein und es muss wirklich, wirklich deinem Willen entsprechen. Also wenn ich das mache, entspricht er meinem Willen. Weil mein Mann war das so, wir wussten ja, dass er stirbt und ja vorher, dass keine Ärzte mehr was machen konnten. Und da war das ja so, er hätte noch künstlich ernährt werden können. Also immer am Tropf, weil ich ja nicht mehr essen konnte. Und wir haben also alle länger, also lebensverlängernden Maßnahmen haben wir abgelehnt. Weißt du, ich habe aber gerade so ein bisschen daraus gehört. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, dann kannst du mich ja berichtigen. Es besteht ja in deinem Fall durchaus eine Hoffnung, dass das nochmal richtig in den Griff bekommen wird. Ja, oder? Das ist wieder ein Jahr. Ja. Und für Olja Schemo, OP, 16 Tage, 14 Tage Krankenhaus. Und dann wieder 3 Monate Bestrahlung. Das heißt, wenn man es vielleicht hinbekäme, ist dir die Aussicht, dass der Weg, der dahin führt, ist dir eine ungeheure Last. Ja. Und dann sind halt 5 Jahre Tabletten nehmen, Antihormontabletten. Das ist eigentlich auch eine leichte Chemo. Ja, und wenn man dann in meinem Alter ist, dann sieht man das vielleicht anders. Was meinst du, was wenn dein Mann dir jetzt einen Rat geben könnte, von oben, von wo auch immer, was meinst du, was er dir sagen würde? Dann musst du selber wissen. Da bist du dir sicher, dass er das sagen würde? Ja, wir haben alle Entscheidungen alleine getroffen. Wir haben den anderen zwar gesagt, welche Entscheidung wir getroffen haben, aber wir haben unsere Entscheidungen, die Krankheit betrafen, immer alleine getroffen. Gibt es im Moment noch irgendetwas, woran du dich freust oder worauf du dich freust? Ach, das Problem ist ja auch noch, durch die Krankheit sind wir bei Hartz IV gelandet. Meine Rente ist neu, kann ich nur mit Abzügen kriegen. Das heißt, es gibt auch noch eine materielle, finanzielle Belastung. Und da ist mit der Freude, es ist nicht viel. Nein. Gibt es außerhalb so, ich meine so vielleicht in der Natur oder irgendetwas, was du noch sehr gerne magst? Ich habe Katzen. Ah ja, das ist schon eine Hilfe. Ja, das ist auch gut so. Ja, das heißt, da kannst du dich um kümmern, die kann man streicheln. Und ja, das waren immer unsere Kinder. Wenn es noch einen Funken Hoffnung gibt in einem, finde ich, sollte man diesem Funken nachgehen. Wenn es noch eine Hoffnung gibt, soll man dorthin gehen, finde ich. Ja, aber wieder ganze Theater. Wieder von vorne. Vor allen Dingen ist das ja so, die Chemo, die ist ja so extrem. Die ist zwar nur einmal im Monat, also alle 3 Wochen. Aber die ist dann so schlimm, dass man in den 3 Wochen, das war dann der Rhythmus, man kriegt die Chemo, nächsten Tag ist es einem schlecht. Ja. Dann hat man 3 Tage Pause und dann kriegt man eine Spritze, da ist die Neulasterspritze, die ist dafür da, um die weißen Blutkörperchen und Knochenmark wiederherzustellen. Es ist eine enorme Belastung. Ja. Eine enorme. Und die Schmerz und die Spritze, das war bei mir immer so, dann habe ich 12 Stunden extreme Rückenschmerzen gehabt, Knochenschmerzen gehabt. Das war also so, als ob ich Rippen geprellt hätte, Rippenprellung hätte, Hexenschuss hätte. Ja, solche Schmerzen, da kann man auch nicht viel gegen machen. Annegret, ich fände es ganz, ganz wichtig in der Situation, dass du einen Menschen hättest an deiner Seite, mit dem du dich etwas beraten und besprechen könntest. Ich möchte gerne, dass du jetzt, zumindest jetzt noch mal mit meiner Psychologin sprichst. Oder jetzt mit meiner Psychologin sprichst. Mit der Simone. Ja, okay. Und dann kann man mal alles weitere überlegen. Ich wünsche dir nur, dass du die für dich richtige Entscheidung triffst. Und welche das auch sein mag, die würde und werde ich respektieren. Ja, also das ist bei mir so lange wie das geht, okay, ja. Mir geht ja im Moment körperlich nicht schlecht. Ich bin nicht
kerngesund, wie ich vorher war. Mhm. Ja, ich war ja kerngesund, wir hatten ja beide nichts. Ja, und ich war ja auch nicht so alt, wie ich eigentlich bin. Mhm. Ich konnte mich bewegen, alles. Wir machen das mal so, wie ich das gerade gesagt habe, Annegret. Vielleicht finden wir irgendwie doch noch einen, auch noch eine andere Idee, eine andere Idee. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Das heißt, die Simone okay. ruft dich an. Ich wünsche dir gute und herzliche, alles Gute und von ganzem Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 5050. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann wählt die Nummer oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und hier ist Sarah und Sarah ist 28 Jahre alt. Hallo Sarah. Hallo. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Also ich habe da ein Problem. Am Anfang war das nicht sehr schwierig. Und zwar, ich bin jetzt verheiratet und ich kenne jetzt meinen Mann seit 3 Jahren. Und ich habe erfahren, dass er noch nie eine richtige feste Beziehung hatte vor mir. Ich war seine erste oder bin seine erste richtige feste Freundin, mit der er auch natürlich Sex hat. Und wie alt ist er? Um die 30. Um die 30. Mhm. Ja. Und das hast du jetzt erst erfahren? Nee, ich habe es auch vorher erfahren. Ja. Nur das Problem war, das habe ich mir nicht so zu Herzen getan wie jetzt, ja. Weil er hatte nur zu tun mit Prostituierten, also gegen Geld. Ach so. Mit diesen Frauen und das nur, also nur mit diesen Frauen sein ganzes Leben lang. Also keine Liebesbeziehung, keine. Aber sexuell dann genügend schon Erfahrung gesammelt doch. Nein, also unser Sexleben, also das Sex besteht von 15 Minuten. Aber wenn er doch immer mit Prostituierten zusammen war, was hat er denn mit denen gemacht, wenn nicht Sex? Doch, er hatte natürlich Sex mit denen, nur er weiß nicht, wie man eine Frau anfassen kann, wie er zu einer Frau, wie man einer Ach so, Frau... wie man ihr zärtlich begegnet. Kann, gar nicht. Ich verstehe. Mhm. Es geht schnell zur Sache, 15 Minuten, genauso als ob ich eine Prostituierte wäre. Mhm. Und das tut natürlich saumäßig weh. Mhm, das ist erstmal das eine. Und zweitens, mein Mann hat eine lange Strecke in die Arbeit und also in die Schweiz. Wir wohnen in Deutschland. Ja. Und er fährt dann jeden Tag fast 2 Stunden. Mhm. Und dort hat er auch diese Frau noch gehabt damals. Und jedes Mal, wenn er dann wegfährt, bin ich dann verrückt. Was heißt verrückt? Ich bin psychisch fast am Ende. Achso, weil du denkst, dass er zu der Prostituierten geht. Ja. Weil ich das Gefühl irgendwie habe, wenn ein Mann nur mit diesen Frauen zu tun hatte, muss er das wieder. Nochmal eine Frage zu der Zeit. Du kennst deinen Mann 3 Jahre. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Fast 2 Jahre. Und dieses Problem, was du mir jetzt gerade geschildert hast, das ist die ganze Zeit so, wie du es gesagt hast. Ja, ich bin halt so ein Mensch, ich gebe es nicht gerne zu. Du hast es lange so schleifen lassen und hast nichts gesagt, hast es runtergeschluckt, das Problem. Ja, ich habe das ist halt so, wenn ich jetzt eine Frau sehe, die vielleicht jetzt, ich bin auch eine sehr moderne Frau, ich ziehe mich auch gerne offen an und so, ja. Aber wenn ich mal eine Frau sehe, die vielleicht ein bisschen so blond, blaue Augen oder Minirock, da kocht es in mir. Ah ja. Wenn er nur einen Blick hinwerft, dann bin ich schon auf 100. Das ist natürlich Unsinn. Ja, also, und das ist schon die ganze Zeit. Ich nerv natürlich meinen Mann wahnsinnig damit, ich weiß es, aber es... Okay, das sind ja verschiedene Themen. Also deine extreme Eifersucht, die natürlich wirklich nervt. Wenn der Partner einem keinen Anlass dafür gibt, misstrauisch zu sein, sollte man sich da sehr im Riemen reißen. Und mal eine andere schöne Frau anzugucken, ist wirklich erlaubt und nicht schlimm. Ja. Ich meine, er macht das natürlich nicht neben mir und er gibt mir auch das Gefühl, dass er mich auch liebt, ja. Er sorgt sich auch für mich und alles. So, solange das stimmt, dann muss man sich am Riemen reißen, dann muss man sich zurückhalten. Aber lass mich mal auf das andere Thema kommen. Das erscheint mir ja noch, vielleicht hängt das ja alles auch zusammen und es ist ja noch viel schwerwiegender. Du hast das Gefühl, dass du im Bett von deinem Mann nicht ordentlich erotisch behandelt wirst, nicht zärtlich behandelt wirst und dass die Sexualität nur so ein Geschäft ist quasi. Genau. So wie er es vorher kennengelernt hat. Hast du ihm das genau so schon mal ins Gesicht gesagt? Ja, das habe ich ihm auch ein paar Mal gesagt. Aber was sagt er? Er sagt nicht viel, er will sich gar nicht darüber unterhalten. Ja. Und dann sagt er mir natürlich, ich weiß ganz genau, also mein vergangenes Leben,
es interessiert dich eigentlich gar nicht und du willst wieder streiten. Und ich kann eigentlich damit, also ich kann nicht... Moment, er sagt, sein vergangenes Leben interessiert dich eigentlich nicht. Warum sagt er das? Es interessiert dich doch sehr. Das interessiert mich sehr. Und dann habe ich immer wieder das Gefühl, dass vielleicht noch mehr darunter steckt. Vielleicht, was weiß ich, was alles möglich, alles, was so, was schmutzig ist. Definitiv hat er keine Partnerschaft gehabt mit keiner Frau. Nein, er hatte drei normale Freundinnen außer Knutschereien, jetzt auf Deutsch, war einfach nichts dabei. Wie erklärt er sich das selbst? Er ist eigentlich ein sehr schüchterner Mensch. Also er geht nicht so auf Frauen zu. Aber wie habt ihr euch kennengelernt? In der Disco haben wir uns kennengelernt. Wer ist da auf wen zugegangen? Das war einfach, würde ich sagen, lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns angeschaut. Richtig, ganz genau. Wie ist denn, abgesehen von der Sexualität und abgesehen von deiner extremen Eifersucht, so wenn ihr zu Hause seid, alleine seid in der Wohnung, ist das ein gutes Einvernehmen? Geht ihr nett miteinander um? Geht ihr auch freundlich miteinander um? Packt er dich auch an? Streichelt er dich schon mal? Sehr wenig, sehr wenig. Also praktisch, wenn ich jetzt mal zu ihm rüberkomme, um mal ihn zu umarmen, dann wird das vielleicht schnell zur Sache kommen. Also ich meine es gar nicht im sexuellen Sinne. Also so normale Alltagszärtlichkeit, die gibt es auch nicht. Wenig, sehr wenig. Die du natürlich vermisst. Ja, die vermisst natürlich. Gerade das ist ja auch sehr schön in einer Beziehung. Ja, und ich meine, ich bin ja auch nicht eine sehr, sehr erfahrene Frau. Ich meine, natürlich, ich hatte auch meine Beziehungen vor ihm. Dann denke ich halt immer wieder, diese Frauen geben ihm bestimmt viel mehr und er wird natürlich wieder, wieder auf das Leben. Ich glaube, dass bei euch so viel im Argen ist und vor allen Dingen, was auch die Vergangenheit deines Freundes anbelangt, inklusive auch deine extreme Eifersucht, es gibt da vielleicht wirklich einen Zusammenhang. Und ihr seid offensichtlich auch nicht so die Typen, die da sitzen und endlose, tiefe Gespräche führen und sich gegenseitig analysieren. Nein. Ich würde euch dringlichst raten, wirklich ganz dringlichst raten, zu einer Eheberatung zu gehen. Ja, ich glaube aber nicht, dass er irgendwie mitkommt. Nur das Problem ist bei mir, die Angst liegt bei mir, wenn er es wirklich tun sollte und ich das je erfahren sollte, ich bin nicht ein Mensch, der einfach sowas verzeiht, dann ist es endgültig für immer aus. Aber ist es besser, Sarah, ist es besser mit der Wahrheit, die Wahrheit zu kennen, als immer zu spekulieren, was könnte denn da noch sein? Denn damit macht ihr euch und machst du euch kaputt. Ich meine, er sagt ja auch immer, er wird es nie tun und er hat es damals getan. Ich meine, er hat es mir am Anfang auch nicht sofort erzählt, ich habe es gemerkt. Ja, aber ich merke ja, wie viel Mutmaßen, wie viel Misstrauen bei dir ist und du bist ja ganz aufgeregt, du weißt gar nicht, was da los ist und du stocherst da auch im Nebel seiner Vergangenheit. Ja. Deswegen, ich würde es dringend empfehlen, tu es für dich, tu es für euch, tu es für eure Beziehung. Schlag es ihm vor. Wenn er das definitiv nicht will, gehst du da erstmal alleine hin, kann man auch. Ja. So, und dann musst du mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube, dass ihr festgefahren seid in der Situation, dass ihr da alleine keinen Dreh mehr rausfindet. Ich finde, es sollte jemand von außen einen Anstoß geben. Das ist fast jeden Tag unser Thema. Und deshalb reden wir einfach nicht mehr was anderes. Und so, jetzt werde ich dir mal gleich meine Psychologin geben. Mhm. Die kann dir mal ein paar Anlaufstellen in deiner Umgebung vermitteln. Ja. Und dann entscheidest du, wie du vorgehst, also sagen solltest du ihm auf jeden Fall und wenn er dann nein sagt, gehst du alleine hin. Ja. Du legst auf, meine Psychologin Simone ruft dich an. Okay. Alles Gute und toi toi toi. Dankeschön. Tschüss, Sarah. Tschüss. Marc ist hier, Marc ist 20. Hallo Marc. Hallo. Es geht um meinen Vater und mich, um das Leben, ja. Und mit meinem Vater bin ich groß geworden. Bis zum 7. Lebensjahr. Ja. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Geh mal richtig ans Telefon, dann verstehe ich dich besser. Ja. Hoffentlich hat er es nicht aufgelegt. Hallo? Ja. Ja, ich bin, versteht man mich jetzt besser? Ja, so ist besser. Also es geht um deinen Vater und dich, Marc. Soweit hatte ich richtig verstanden. Ja, und dann? Genau. Ich bin bis zum 7. Lebensjahr, bin ich mit ihm groß geworden. Mhm. Und dann hatten sich meine Eltern getrennt. So, haben sie sich scheiden lassen. Ja. Und er hat eigentlich nur noch angerufen, wenn es um Geldprobleme ging, mit Unterhaltszahlungen und dergleichen. Du hast ihn auch nie mal getroffen damals? Danach habe ich ihn auch nicht mehr getroffen, obwohl er hatte sich vorher auch gut um mich gekümmert, eben bis zu dem 7. Lebensjahr, bis zu dieser Trennung von meinen Eltern. Mhm.
Und dann ging es nur noch, wenn er angerufen hat, nur noch um die speziellen Geldprobleme. Mhm. Um nichts anderes mehr. Nicht, dass er mal nach mir gefragt hätte, wie es mir geht oder dergleichen. Nichts, nur noch Geldprobleme. Das heißt, wie viele Jahre hast du dann deinen Vater nicht gesehen? Das ging dann bis zum 10. Lebensjahr. Dann kam die Scheidung von meinen Eltern. Da habe ich ihn einmal kurz gesehen bei der Scheidung. Und da kam er auch nicht ein bisschen nett rüber. Er kam einfach nur und gab mir die Hand nicht, dass er mich mal angenommen hätte. Mhm. Weil mit 10 ist man ja auch noch ein Kind. Ne? Ja. Und dann ist es einfach nur zum guten Händedruck gekommen und tschüss. Ne? Ja, wie ist die Situation aktuell im Moment? Im Moment ist überhaupt kein Kontakt mehr, weil im Moment ist er auch als Arbeitsloser gemeldet, mein Vater. Und ach, das heißt, seitdem ist kein Kontakt mehr? Seit damals? Nein, ist überhaupt kein Kontakt mehr. Eben, das ging dann, wenn er damals noch angerufen hat, dann war es bis zu seiner Arbeitslosigkeit. Das war, glaube ich, bis ich 16 war. Dann war er eben arbeitslos und wenn, dann kamen auch wieder nur Anrufe wegen den Unterhaltszahlungen. Ja. Ne? Bedauerst du das sehr, dass du keinen Kontakt zu deinem Vater hast? Ja, natürlich bedauere ich es, weil wenn meine Mutter Freunde hatte, die hatte jetzt speziell nicht so viele Freunde nach meinem Vater und die haben sich jetzt auch nicht so um mich gekümmert, wie jetzt wie mein Sohn vom Vater verlangt. Lebt der Vater, weißt du, wo er wohnt? Ja, ich weiß, wo er wohnt. Ist es weit weg von dir? Nein, ich wohne in Oberhausen und er wohnt in Duisburg. Das ist ja nicht so ein weiter Kontakt. Ich habe ihn auch einmal besucht, als ich 16 war. Da bin ich einmal dort vorbeigefahren und der hat einfach die Türe nicht geöffnet und einfach nur durchs Fenster geschaut und mich dort auch erblickt. Aber ach so, das heißt, wenn du jetzt nochmal hinfahren würdest, läufst du Gefahr, dass der dich gar nicht reinlässt. Genau, das ist es. Da wird er das heißt, der will wirklich mit dir keinen Kontakt haben. Genau, so ist es. Der möchte mit mir überhaupt keinen Kontakt haben und das bedauere ich schon sehr. Das tut ja auch weh. Das ist immer dein Vater. Ja, das und bedauert mich auch sehr. Und man macht sich auch Gedanken, ich würde mir an deiner Stelle Gedanken machen, warum? Warum will der keinen Kontakt mit mir? Ich bin sein Sohn, ich bin sein Fleisch und Blut. Genau, deshalb würde ich auch gern mal über dieses Thema mit ihm reden, aber er lässt es ja einfach gar nicht zu, dass ich mit ihm reden kann. Wie wär's denn, wenn du ihm, nachdem du schon einmal versucht hast, da hinzufahren vor ein paar Jahren, wenn du ihm einfach mal einen langen Brief schreiben würdest, mal so über deine Gefühle und auch deinen Wunsch, ihn doch mal zu treffen und mal auch ein bisschen mit ihm zu reden? Ja, das könnte man mal probieren, aber ich glaube, also was ich jetzt in diesen Jahren da erfahren habe von meinem Vater, ich glaube, das würde ihn, ich glaube, Brief würde er dann in den Papier kommen. Ich sehe gerade, die Sendung ist gleich vorbei. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Ich muss mich mal eben verabschieden hier von den Leuten, okay? Ja, gut. Bis gleich. Meine Lieben, das war...